So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, der Raid-Boss-Wechsel ist vollzogen. Ihr seht es, es ist jetzt 10.53 Uhr. Hier geht ein 5er auf und in diesem 5er, der 11.02 Uhr aufgeht, ist schon der neue Raid-Boss drin. Zack, Zackian, nee, Zackian, Session, Zackian. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Hier sitzen auch diese komischen Raupen rum, da sitzt ein Elevoltik, aber das ist mein Buddy. Ihr seht, überall in der Nearby-Liste sind Schatten drin. Da ist noch ein Palkia. Konnte man ja ab 10 Uhr die Eier sind dann eben der neue, die ab 11 Uhr aufgehen. 11 Uhr 2 ist der allererste, den ich sehe. Da sitzt auch das Schaf, da sitzt auch das Eichhörnchen. Und da sitzt die blöde Raupe und da sitzt, keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Ich möchte euch jetzt aber erst mal zeigen, ich habe den Raid nämlich wieder in den Community-Tab gepostet. Wenn ihr auf meinen Kanal geht, in den Community-Tab rein, ja, da habe ich hier gepostet, 11.20 Uhr, Zackian Raid, Community Raid, Ivermilde und Pikant laden ein, wie immer, die ersten 10, die sich eintragen, werden eingeladen, 19 Leute stehen hier und jetzt zeige ich euch, wen wir einladen. Wir haben zum Beispiel auf dem einen Handy Jenaya, Cry for me, Johann W, XY Carsten, Schilling 3, und auf dem anderen Handy Methylen, Basti, Poge, Colfreeze, Borki und den Hacker. Das seht ihr auch, das ist die richtige Reihenfolge. Manche haben das nicht sortiert nach neuesten Kommentare zuerst und sagen, ich bin der Einzige, der dasteht, obwohl schon 20 andere dastehen. Der Rest hat es leider nicht reingeschafft, der Rest ist leider zu spät. Crazy O, der wollte eh nicht mitmachen. Super Zeit, so muss man das machen. Ich kann euch gleich nochmal zeigen, wie der Bismarckturm aussieht, wo wir nämlich hier sind, weil wie gesagt, das ist die Arena Bismarckturm und ich sitze hier gerade am Rastplatz Bismarckturm, beim Bismarckturm. Das ist der Turm, da könnt man auch mal hochgehen, könnt ihr euch auch mal zeigen. Das lege ich jetzt nämlich mal kurz hier hin und zeige euch mal, wie es hier aussieht, ja. Wenn ihr hier guckt, habt ihr einen schönen Baum, habt ihr eine schöne Tafel, da steht alles drauf, ihr habt da einen schönen Stein und einen schönen Tisch, wo ihr euch hierher setzt. Das ist im Prinzip der Rastplatz am Bismarckturm, wo ihr euch hersetzen könnt. Könnt mal eine Limo trinken, habt gleich Mülleimer, falls euch schlecht wird. Habt hier nützliche Infos rund um alles, was euch beschäftigt und wichtig ist. Ihr habt hier ein fettes Schild. Das habe ich, glaube ich, alles schon mal gezeigt, als ich mit dem Crazy O hier oben war. Da habt ihr nämlich hier so Wegweiser, da steht überall dran, in welche Richtung, wo was ist und was wie macht. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht. Und das ist der Bismarckturm. Guckt den euch an, wie er da steht, ganz alleine. Und da kann man auch hochgehen. Und da können wir auch dann mal hochgehen. Das sind aber gerade noch welche oben. Ich höre immer zu kleine Kinder, ich höre da Eltern oder sonst was. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das sind oder ob die da drin wohnen. Das heißt, ich warte jetzt erstmal, mach den Raid hier. Und dann kann ich euch das Ganze auch nochmal von oben zeigen. Wenn es dann losgeht, muss eh die Leute dann einladen und ich habe euch gar nicht die Konter gezeigt. Was nimmt man gegen Zackian natürlich? Das ist Typ Fee, reiner Typ Fee. Also nehmen am besten Stahl, beziehungsweise habe ich das ja auch gepostet, das sieht man dann hier. Mein Kanal, Community Tab, dann habt ihr hier nochmal, was ihr alles nehmt. Merkt euch auch den WP-Wert, also 21,88 wäre das 100er. Ohne Wetterboost, 27,35 mit Wetterboost. Die zwei Werte sind wichtig. Ihr seht, theoretisch zwei Spieler könnten es schon schaffen. Ab drei wird es eigentlich schon ganz einfach, könnte man sagen. Vorausgesetzt, ihr habt ein paar gute Konter. Als erstes ist hier Metagross aufgezeigt. Metagross C-Day-Pokémon. Sollte jeder eine 6er-Armee haben mit Sternenhieb, der den C-Day gespielt hat. Einfach die höchsten 6, die man hatte, entwickelt. Schon hat man ein paar gute zum Angreifen. Ihr habt hier auch natürlich Dialga draufstehen, Stalobor. Ihr habt auch Gift-Pokémon. Gift und Stahl dominiert. Und wer Kryptos hat oder Mega-Entwicklungen einsetzen will, hier steht Mega-Gänger gar nicht drauf, ist aber natürlich auch gut. Oder ansonsten Mega-Biber oder halt Krypto-Metagross. Ich habe kein Krypto-Metagross gepusht, ich habe meine 6er-Armee, die werde ich nehmen. Und dann 21,88, 27,35. So, jetzt melden wir uns zurück, wenn der Raid beginnt. Und zum Übergang fangen wir vielleicht hier so eine komische Raupe, ne? Weil die sieht ja richtig genial aus. Geniale, heftige Raupe. Der Himmel ist auch schon wieder total schwarz und dunkel, weil schon wieder dieser Zwiebelring am Himmel ist von Hopper, der uns ja die neuen Pokémon bringt.
An diesem Tisch wird nicht gelogen, ich sag's euch. Ich kann euch aber auch mal die Aufbaute hier zeigen. Habe ich jetzt die Handys hingeschwaddet. Da drüben kann sich noch einer hinsetzen, da kann sich noch einer hinsetzen oder auch nicht. Ich werde jetzt hier einladen. Es ist nämlich jetzt genau 11.20 Uhr. Das heißt, ich muss zuerst, das seht ihr aber jetzt nicht, mit den zwei iPhones auf den Red drauf, muss hier wieder eingeben, die Punkte und die Leute einladen. Einmal hier, einmal da. Hamborki, Kolfries, Hacker, Basti, Methylene, Cry for Me, Johann W., Schilling, Carsten, Schenaya. Jetzt müsste ich ja hier mit dem großen Account auch mal auf die Arena drauf und auch in die Lobby rein. Der versucht aber gerade lieber das Griffel zu fangen. Mit den anderen nebenbei muss ich auch rein. Jetzt den großen hinterher, dann machen wir den noch, dann machen wir den noch, dann machen wir den noch. Sodass jetzt alle in der Lobby sind. Ich habe mein Team, wie gesagt, jetzt ausgewählt, ja, habe es auch beschriftet, sieht man hier, Sackjan, habe jetzt ein Beta-Gross, was ein bisschen über 40 gepusht ist, knapp vor 50, dann noch zwei 300er auf 40, glaube ich, ein Shiny Lucky mit relativ schlechten IV, aber ist halt hoch gepusht. Alle haben Sternenhieb. Patronenhieb, Sternenhieb und ein Dialga, da ich gesehen habe, das nächste Metagross, was ich habe, ist nicht ganz gepusht und hat auch extrem schlechte IV. Ich habe aber gesehen, ich habe ein Krypto-Metagross mit 600 noch was WP. Das würde ich vielleicht für diesen Raid-Boss mal auf Level 50 ziehen. Krypto-Metagross Level 50, wieso nicht? Ich habe nur ein einziges und deswegen kann ich auch nur ein einziges hochziehen. Würde ich dann mal machen von 600 auf 4200, das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Boost. Der würde dann auch das Dialga am Ende ersetzen oder vielleicht sogar das Shiny Lucky Metagross, weiß ich nicht. Was würdet ihr eher drin lassen? Das Dialga auf Level 50 oder das schlechte Shiny Lucky Metagross auf Level 40, was halt schlecht ist. So, wir sind auch nur 14 Leute, das heißt, zwei Leute sind gar nicht da oder sind nicht reingekommen. Jetzt beginnt wieder das große Rätselraten. Wer ist drin, wer ist nicht drin? Wer es nicht geschafft hat, schreibt es mal in die Kommentare oder wenn ihr gesehen habt, wer gefehlt hat, schreibt es mal rein. Ich habe ja alle abgeschickt. 14, normal also 6 Stück bin ich, 10 Stück lade ich ein, sind 16 Leute, wir sind 14. Ich habe jetzt nicht auf die Namen geachtet, vielleicht habt ihr drauf geschaut oder es ist irgendwas gewesen, einer hat keinen Fanrate-Pass gehabt oder hat gerade nicht auf die Uhr geguckt oder die Leute haben sich noch auf 11.02 Uhr verlassen, denn eigentlich hatte ich den Raid gepostet für 11.02 Uhr, habe dann aber gesehen, das geht sich nicht aus, habe den geändert auf 11.20 Uhr, habe auch oben extra angepinnt, Raid-Zeit wurde auf 11.20 Uhr geändert, vielleicht haben es deswegen jetzt zwei Leute nicht gesehen. Und haben 11.02 Uhr auf die Einladung gewartet, wo dann natürlich nichts kam. Und sie gesagt haben, so ein Scheiß, da mache ich nicht mehr mit. Ist aber 11.20 Uhr jetzt gewesen. Ich habe es im Text geändert, ich habe es nochmal angepinnt extra, die Änderung. Wenn das jetzt daran lag, dann sorry, war das erste Mal, dass das so war. Ich habe da vorher nicht nachgedacht. Jetzt sind wir aber hier drin, ihr seht, das geht auch relativ schnell runter. Wenn ihr da 20 Leute habt oder irgendwas, müsste das natürlich noch besser gehen, noch krasser. Ich habe die WP schon wieder vergessen, die es braucht. Ich drücke einfach hier bei den Kleinen überall mal durch. Ja, der Große hängt, keine Ahnung, was der macht. Ich drücke mal kurz bei den Kleinen durch und schaue einfach mal drauf, wer die höchsten WP hat. Dann kann ich beim Großen abschätzen, was gut ist und was nicht gut ist. Wetterboost 26,64. 27,08. Also 27,08 ist das Beste bei denen hier. Wir können auch mal die Statistiken angucken. Letzter Angriff, Shenaya, Kampfstark, Schilling, Johann, Reisender, Kolfries, geballte Ladung, Gigant, Methylen. Die waren auf jeden Fall also dabei. Über 27 muss es auf jeden Fall haben. Wir haben bestimmt wieder das Schlechteste. 26,91 ist sogar das zweitbeste. Wir haben sogar 26,36 hier, aber 27,08 ist relativ gut. Wir versuchen es jetzt mal zu fangen. Mich stört immer noch dieser düstere Himmel und Hintergrund.
werden den Kreis dann mal einstellen und gucken, wie weit wir werfen müssen. Der Kreis dürfte so, glaube ich, jetzt passen. Den ersten mache ich immer so. Und jetzt einfach immer werfen, wenn er angegriffen hat. Dann müsste jeder eigentlich drauf gehen. Weil beim ersten habe ich keine Geduld, beim ersten brauche ich auch keine Geduld. Den ersten werfe ich immer drauf, um den Kreis einzustellen. Dann bleibt der Kreis so. Jetzt einfach nur werfen, wenn er angegriffen hat, dann sieht das eigentlich relativ sauber aus. Ich meine, der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der fliegt nicht in der Luft rum, der steht. Und zwischendurch macht er kurz einen Angriff nach vorne, er greift auch relativ häufig an, wodurch ihr auch relativ schnell wieder werfen könnt und nicht ewig warten müsst. Bei Groudon ist es zum Beispiel manchmal richtig mies, er steht halt einfach da und guckt euch total verträumt an. Ihr wartet auf den Angriff und es tut sich einfach nichts und das stundenlang. Da ist er auch drin, ihr seht alle einfach fabelhaft getroffen, bis auf den ersten. Der erste war, wie gesagt, halt zum Ausprobieren. Da ist auch der Pokédex-Eintrag im Pokédex registriert. Wir bewerten es mal kurz, wie viel der so hat. 13, 13, 13. Und wie hoch der kommen würde? Auf 4.259. Ein Hunderter vielleicht auf 4.300 irgendwas. Nehmen wir also mit. 27,08. Nee, das ist nix. Hier saß auch, glaube ich, noch ein Schaf rum, oder? Irgendwo habe ich einen. Ne, jetzt sehe ich leider keins mehr. Egal. Ihr wisst ja, neue Pokémon sind da aus der 8. Generation. Die Raupe habe ich vorhin gar nicht gefangen. Die ist irgendwie ausgebrochen und weggerannt. Fangt die neuen Pokémon, guckt euch die neue Forschung an. Forschung ist auch wieder da. Hier Teil 1 von 5. Schick 5 Geschenke an Freunde. Fang 8 Pokémon, besiegt 2 Team Go Rocket Rübel. Hätte ich ja gerne gemacht. Wenn das am Dienstag gestartet wäre, wie sonst immer, hätte ich schön Zeit gehabt, das die ganze Forschung in ein Video zu packen. Und dann am Donnerstag rauszuhauen, fertig, alle 5 Teile in einem Video. Da es jetzt am Freitag erscheint, heute schon ein Video da ist, morgen und übermorgen Sackjahn-Raids sind für Zuschauer, Samstag und Sonntag, ist dafür leider keine Zeit. Muss ja auch noch andere Dinge machen. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz auf den Bismarckturm klettern und euch nochmal kurz zeigen, wie es oben aussieht. So, die Treppe des Todes sind wir jetzt hochgekommen. Und guckt euch das mal an. Die Aussicht hier, da habt ihr hier alles, alles, was ihr schon immer haben wolltet. Ja. Ja, man sieht halt jetzt nicht so viel, aber trotzdem. Ihr steht jetzt hier oben, es ist sehr windig, die Frisur fliegt rum und hier sind auch überall so Platten montiert. Ich denke mal mit den Bergen und Sachen, die hier in der Blickrichtung sind. Hier steht zum Beispiel Blessberg, 21 Kilometer. Heißt das? Der ist 21 Kilometer weg. Ich weiß es nicht. Da steht auf jeden Fall Blessberg. Hier steht Staffelberg, 40 Kilometer. Da steht Feste Heldburg. Aber da steht nichts weiter. Dann da hinten steht Hassberge, 40 Kilometer. Hier haben wir Hexenhügel, 9 Kilometer. Großer Gleichberg, 10 Kilometer. Steinsburg 9 Kilometer, Dolma 25 Kilometer und Bärberg 982 Meter. Okay, ich glaube, einen haben wir noch vergessen. Thüringer Wald. So, und hier war ich auch schon mal mit dem Crazy O, wie gesagt, als ich meine GoPro damals bekommen habe, haben wir eine Testwanderung gemacht zum Bismarckturm hierher. Ich kann das Video ja mal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Packe ich das in die Beschreibung rein oder irgendwas. Da könnt ihr mal gucken, wie wir hier durch den Wald hochgewandert sind und was wir dabei alles erlebt haben und die ersten Testaufnahmen mit der GoPro damals gemacht. Bis wir am Ende auch hier oben waren, haben was getrunken, sind runtergefallen und haben es überlebt. Ne? Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.